Wir werden jetzt mal Outlast spielen, mal wieder nach langem. Ich hoffe, man sieht jetzt alles. Ich warte noch kurz. Was? Fenster? Was meinst du damit, Arcane? Wieso sein Taschenrechner zerstört? Was ist denn passiert? Kann man mich hier sehen? Nein. Eine Zeichentinte drüber gekippt. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Jetzt muss ich wieder in die Taste. Ah, nein, das war's nicht. Nein. Nein. Es ist immer wieder. Ja, hier. Versetzungsantrag von David Annapurna. Betreff Antrag auf Versetzung. Sehr geehrte Damen und Herren. Dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr im Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Ich hätte da definitiv gekündigt. Guckt mal, wie es hier aussieht, ey. Das kann doch nicht sein. Ist der Ton okay? Oder leckt es bei euch? Oder wie ist das so bei euch? So halt, nee. Bevor ich hier weiterlaufe. Und so. Und mich gruseln. Linke Maustaste. Machen wir. Ja. Guck mal, ich kann diese Tür nicht zumachen. Ups. Gut, ich mache einfach mal weiter jetzt und hoffe, es klappt. Hier war ich doch letztens. Ja. Hä? Ja, von hier bin ich gekommen. Seht ihr was? Ich krieg keine Antwort.
Okay. Okay, gut. Gut, weil ich denke, bei mir leckt es und ich sehe nicht, ob jemand. Ja. Okay, also ja, okay. Dann laufe ich jetzt, ups, einfach mal weiter. Wohin auch immer. Ich war hier schon, aber. Dieses Spiel ist totale Katastrophe. Die totale Katastrophe. Vor allem, ich weiß nicht wohin. Der Schlüssel. Ich muss, bevor ich den Schlüssel nehme, mich erstmal hier erkunden. Wie ich denn nochmal hier rauskomme. Ohne Probleme. Noch habe ich 5 Batterien. Ach, ich bin jetzt woanders. Und es regnet, genau wie draußen. Das ist ja wirklich. Okay, also ich muss den Schlüssel nehmen. Das beruhigt mich nicht. Wie ihr merkt, will ich nicht weiterlaufen, weil dieses Spiel ist echt krank. Es ist wirklich. Aber wo kann ich denn dann hinlaufen? Also hier schon mal nicht. Ich muss also da lang. Ich will nach Hause. Ich will raus hier. Okay. Wir nehmen das. Nicht? Also bei uns hat es hier geregnet. Und es ist voll kalt. Mir ist auch voll kalt irgendwie. Bäh. Ich habe einen Pulli und noch eine Jacke an. Irgendwie. Okay. Shit, ey, ich weiß nicht, wo lang. Wer zum Teufel? Shit. Shit. Nein. Alter. Du siehst mich nicht. Wehe. Fuck, er guckt bestimmt jetzt. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hinrennen soll. Ich finde auch schön, dass es geschneit hat. Also ich liebe Schnee, aber an Weihnachten irgendwie. So wenn man so auf die Arbeit muss, also auf den Hinweg und so, habe ich nicht so. Da ist es so bläh. Aber sonst finde ich es eigentlich gut. Okay, wie geht's dir so? Beziehungsweise wie geht's euch so? Wie war euer Tag so? Irgendwie will ich nicht weiterlaufen, weil ich nicht weiß. Allerdings kann ich es auch riskieren, oder? Guckt ihr mich an? Ich schleiche. Weg. Wo muss ich
Ich wette mit dir, er kommt jetzt. Ich muss hier lang. Der schreit jetzt rum, sag ich dir. Alter, ich hab so Angst. Ich weiß nicht wohin. Ich habe jetzt einen Schlüssel bekommen, aber ich habe keine Ahnung wohin. Mir geht's auch gut soweit, danke. Nur ich bin etwas müde und etwas ängstlich hier gerade so. Weil ich wieder nicht weiß, wo ich lang muss. Das ist wirklich doof. Und Arcane, wieso kriegst du die Krise? Wieso? Also hier muss ich nicht lang, hier muss ich nicht lang. Warum, wieso, weshalb? Also ich glaube, ich muss hier lang. Aber frag nicht. Nein, muss ich auch nicht. Hä? Lol. Okay, vielleicht muss ich doch hier hoch. Oh. Ach, wegen deinem Handy bist du noch so. Okay, ja, das würde ich verstehen. Ich glaube, ich ohne Handy, das wäre auch. Könnte ich nicht. Ich meine, klar, wenn ich mit Freunden und so unterwegs bin oder mit, also mit Familie und so, habe ich mein Handy nie in der Nähe so, halt so, nee. Och, du Scheiße. Egal, wenn ich jetzt sterbe. Ich bin schon wieder hier. Ich weiß nicht mal, wo lang. Ich wette mit euch, ich muss irgendwie dahin, wo er ist. Ich kann gern nochmal hier rumlaufen. Kein Problem. Das hier lang? Oh, diese scheiß Musik. Ich bin so ruhig wie möglich. Okay, Moment. Ich höre irgendwas. Ich bleib erstmal hier stehen. Das ist mir sehr, sehr viel lieber. Ich weiß noch nicht mal, was ich höre. Ach, den da. Der würde mich sowas von verpetzen. Das ist wirklich schlimm.
Wer ist das? Das irritiert mich voll. Ist das meine Tür? Nein, okay, warte. Deswegen ist Kane heute so schreibfaul. Ich habe immer Angst. Ich gehe nicht zu nah an diese Leichen hier ran. Ernsthaft? Ich bin schon wieder hier. Hier ist doch der Typ, oder nicht? Alter, die werden gleich alle so rückwärts von losschreien. Ja, die werden gleich sowas von schreien. Da bin ich mir 100% sicher. Ich will hier nicht durch. Das gibt's doch gar nicht. Huh, mein Herz. Wehe, einer von euch wird jetzt schreien, ey. Dann bringe ich euch alle um. Der schreit jetzt, ich sag's euch. Ja. Alles ist gut. Ich war hier doch schon, oder? Alles ist gut. Warte mal, nein, ich will hier runter. Erst. Das ist voll pervers. Oder Leute? Und wie weit bist du mit deiner Zeichnung, Spark? Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich wollte zeichnen, aber ich werde das jetzt, glaube ich, morgen Abend anfangen. Und diesmal habe ich leider nichts zu essen, keine Nervennahrung, kein gar nichts. Was mache ich nur? Dieses Spiel geht auf die Nerven. Beziehungsweise aufs Herz. Das sieht schon pervers aus. Wow. Oh, ein Drittel. Respekt. Nee, das sind keine Leichen. Ich glaube, die leben noch alle. Vor allem der Typ hier. Der tut mir voll leid. Aber ich finde es gut, dass die nicht schreien und mich verpetzen. Sonst ist die Kacke am Dampfen, du. Sorry, Leute, wenn ich jetzt so langsam hier mich durchschleiche, aber wenn er mich erwischt, ich renne irgendwo hin. Weil ich habe den Weg schon wieder vergessen, wo man sich verstecken kann und ja. Meine Kekse bleiben heute aus. Das ist halt nun mal so. Wehe. Ich bin schon wieder hier. Also langsam reicht's. Wo ist dieser fucking Ausgang? Ich weiß es wirklich nicht.
glaube, da hinten. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Hab ich es geschafft? Was? Da ist mein Exit. Nee, oder? Nee, oder? Nein. Da, mein Ausgang. Da, seht ihr? Seht ihr ihn? Alter. Ich bin so nah und doch so fern. Mein Ausgang. Alter, du. Was Schritt 1 drücken? Hä? Schritt 1 drücken? Hä? Wir leiden zusammen, Spark. Oh nee. Mein Ausgang ist doch so nah. Alles wegen dir. Ich wette mit euch, der ist noch nicht tot. Der ist wirklich noch nicht tot. Oh nee, jetzt muss ich wieder in den Raum rein. Warum? Guck, oh. Oh. Oh, oh, oh. Hintern. Okay. So. Da wären wir wieder. Keine Ahnung, was wir tun sollen. Es ist schlimm. Wirklich schlimm. Nach unten gehen ist immer gut. Oder nach oben gehen. Nee, nach unten. Unten ist der Ausgang. Ernsthaft? Okay. Warte, 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 bevor ich hier reingehe. Was ist hier? Meine lieben Leute, ich bin dafür, ich spiele jetzt irgendwas Ruhigeres. Ich bin schon ziemlich weit gekommen. Und so. Vielleicht spiele ich jetzt noch ein bisschen Resident Evil. Natürlich kann ich das auch weiterspielen, wenn ihr wollt. Wollt ihr?